Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu Mist Survival. Ein wunderschönes Early Access Spiel, was ich bisher immer sehr genossen habe und euch an dieser Stelle auch einmal vorstellen möchte, falls ihr es nicht schon längst kennt. Vor kurzem durfte ich feststellen, hey, es gibt ein neues Update und darum will ich es gleich mal ausprobieren. Was ist neu, was hat sich verändert seit dem letzten Mal, wo ich es gespielt habe? Ist schon ein paar Monate her, aber wie gesagt, bisher immer sehr genossen. Ich möchte auch nicht meinen alten Spielstand fortsetzen. Ich glaube, ich fange von neuem an. Gut, würde ich sagen, lasst uns mal loslegen. Ja. Tschüss, alter Spielstand. Tschüss. Und da bin ich auch schon. Und da kommt schon eine kleine Beschreibung. Ja, Erschöpfung und Stamina, das wissen wir ja. Shelter Management, ja, da müsste ich erstmal einen Shelter finden. Mist Event, ganz wichtig, da kommen die Viecher. Na, Bow and Arrow, ja, werde ich mir irgendwann mal craften, wenn ich Zeit habe. Oh, weiß gar nicht, gab es das beim letzten Mal schon? Also, die gab es schon beim letzten Mal, aber die Beschreibung hier mit dem Mining, weiß ich gar nicht. Das hier? Doch, doch, beim letzten Mal gab es das schon. Ich erinnere mich. So, da bin ich. Und heb gleich mal diese Säge auf. Das ist jetzt hier mein momentanes Shelter. Es ist nicht wirklich sicher, weil es ist irgendwo im Wald. Und nun ja, die Viecher können hier rein und rauskommen. Also, nö. Ich brauche was Besseres. Und hier ist schon Rucksack. Das ist sehr schön. Ein Rucksack erhöht nämlich meinen Lagerplatz hier. So, das hier packe ich mal alles ein. Cola, was zu fressen. Das ist auch wichtig und die sind auch sehr wichtig. Ein Feuerchen zu machen. So, ist hier vorne was drin? Ist Benzin drin, aber ich habe doch keinen Kanister dafür. Und auf der Rückbank ist nichts. So, jetzt muss ich mich erstmal orientieren. Wo bin ich? Oh oh. Ich glaube, ich weiß, wo ich bin und ich möchte nicht diesen Weg nach oben gehen. Wie gesagt, ich kenne das Spiel schon ein bisschen. Es gab über die Monate verschiedenste kleine Updates. Manche habe ich sehr begrüßt, manche sehr verflucht. Wer das Spiel schon kennt, der kennt bestimmt auch die netten Sniper-Banditen. Die habe ich immer verflucht. Dermaßen gute Schützen. Dermaßen gute Schützen. Jetzt weiß ich auch ungefähr, wo ich bin. Weil die Scheune ja, die kenne ich. Und ich weiß, dass ich da nicht rein möchte. Weil da sind ein paar von den Viechern drin. Ja. Da. Da hockt eins. Seht das? Dem möchte ich mich aber nicht nähern, weil das ist äußerst gefährlich. So. Zu Beginn lautet erstmal der erste Auftrag. Rohstoffe sammeln, Fahrzeug finden und einen besseren Shelter finden. So, weiß gar nicht, ob der Müll schon immer da war. Das ist schon mal eine schöne Ausbeute. Der Müll, ich weiß nicht, der ist aber neu. Diese tollen Autos hier, die kann man nicht öffnen, aber die kann man schön zerstören, um an Rohstoffe zu kommen. So, guck jetzt mal nicht überall rein. Nee, nee. So. Weiter geht's. Da vorne ist eine Straße, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und zu der Straße möchte ich, weil diese Straße, wenn ich ein bisschen hochlaufe, komme ich irgendwann an einen guten Platz, wo ich einen Unterschlupf habe. Dafür muss ich aber auch leider, falls es noch existiert, an einem Banditenlager vorbei. Was die Sache leicht kniffelig macht. So.
Noch habe ich natürlich schön viel Ausdauer. Das ist spitze. Hier komme ich noch nicht lang. Das war schon beim letzten Mal so. So. Ich hoffe, das erste Mal Nebel kommt nicht zu schnell. Das wäre echt blöd. Also diese Zombie-Viecher. Nennen Sie mal Zombie-Viecher. Die kommen in der Regel, wenn der Nebel kommt. Das dauert dann so ein, zwei Stündchen. Da ist der Nebel da. Da schlufen die hier durch die Gegend. Und die sind eigentlich auch ziemlich gefährlich, wenn man es mal so sieht. Deswegen möchte ich den Kontakt mit denen meiden. Aber die gibt es auch außerhalb des Nebels. In der Regel in irgendwelchen Gebäuden, wo die sich verschanzt haben. Deswegen immer schön hinhören, wenn man so mäßigen Kram hört. Da weiß man schon, shit, die sind in der Nähe. Nähzeug brauche ich glaube noch nicht. Können ja später wiederkommen und mir das holen. Wichtig ist jetzt auch, habe ich ganz vergessen zu erwähnen, so Rucksackzeug finden. Weil das gibt extra Lagerungsmöglichkeiten. Weil mein Platz ist bisher sehr begrenzt, fast komplett voll. Ja, mit dem Kram, den ich jetzt bisher geschnappt habe, den ich hier so gefunden habe, ist das schon ziemlich ausgereizt. Und hier auf der Höhe, da erinnere ich mich, da gab es einen Bär. Und Bären sind nicht unsere Freunde. Das hier nehme ich mit, das ist super kostbar. Hier ist schon ein passendes Auto. Den ist in der Regel aber nichts drin. Hier ist Benzin drin, das ist schicki. So, nächste was. Die Väter, die haue ich erstmal hier rein. Und das hier auch, das hole ich mir alles später. Das hole ich mir alles später, wenn die Zeit gekommen ist. Brett brauche ich eigentlich noch nicht. Weil für den Anfang ist das erstmal nicht so relevant. Am Anfang ist sowas hier super wichtig und sowas hier. Kann ich aber auch nicht unendlich viel davon tragen. Deswegen sparsam umgehen. Munition hole ich mir später. Ich habe bisher keine Waffen. Da bringt mir die wenig. Es gibt hier Schusswaffen und Nahkampfwaffen. Eine Axt. Eine Axt ist wichtig. Auch wenn sie in keinem so guten Zustand mehr ist. Weil mit der kann ich nur mal Bäume fällen. So. Und jetzt kommt die erste Hürde. Falls er noch an dieser Stelle ist. Und hier in der Gegend gibt es einen Bär. Da vorne ist auch schon das Warnsignal. Und der Bär ist gefährlich. Der ist nämlich nicht nur da vorne, der stuft hier auch gerne mal über die Straße drüber. So. Den Rest lasse ich erstmal drinnen. Nee, Zigarette brauche ich nicht. Die ist total nutzlos. Vielleicht bringt sie irgendwann was, ich weiß nicht. Ach, noch eines, was soll denn der Quatsch? Vorne ist... Ah, seht ihr? Da könnte ich mir was fürs Auto holen eigentlich. Aber ich habe keinen Rucksack. Also keinen weiteren Rucksack gefunden bisher. Und wie gesagt, mein Platz ist begrenzt. Jetzt heißt es vorsichtig sein. Mir ist es schon passiert, dass das Scheißvieh da drin war. Ich höre ihn. Er ist hier irgendwo. Nein. Das meinte ich. Genau das meinte ich. Der blöde Bär ist hier. Ach. Und schon bin ich verwundet. Geht ja toll los. Geht ja super toll los, ja? Danke, Gevatter Bär. Vielen Dank. Super Start. Muss ich mal gucken, ob ich schon verblute. Weiß gar nicht. Mist, bräuchte ich zweimal Alkohol. Den Alkohol habe ich vorhin liegen lassen, weil ich mir gedacht habe, würde ich einfach hosten. Ja. Hier im Hotel, man hört es schon. Da sind ein paar Viecher drin. Die Kachel nützt mir gar nichts. Wunden heilen auch.
je schwerer die Wunde, desto länger dauert es. Und bei manchen Wunden blutet man ordentlich aus, weswegen man es vermeiden sollte, erneut verletzt zu werden. Diese Wunde wird eine Weile dauern. So, da vorne, Banditenlager. Zu denen will ich ganz sicher nicht. Die streifen hier auch durchs Gelände. Ich weiß nicht, wie weit sie gehen, aber da drüben sind sie auf jeden Fall unterwegs. Wenn die mich sehen, habe ich ein Problem. Da läuft schon einer. Sogar zwei, drei. Drei Typis. Den gehe ich jetzt erstmal vorbei. So. Stamina ist ziemlich aufgebraucht. Das ist schon mal schlecht. Da hockte der blöde Bär direkt in der scheiß Tankstelle. Das ist ein verfluchtes Vieh. Meine, später sind die nicht so wirklich eine Herausforderung. Wenn man gut ausgerüstet ist, legt man die auf gute Distanz um und hat sich der Lack. Oder man nimmt diesen kleinen Speertrick, den ich vielleicht irgendwann mal zeige. Aber zu Beginn äußerst gefährlich. Vor allem, wenn man nicht weiß, wo sie sind. Ist hier ein Rucksack drin? Hier ist ein Spind. Oh, warte mal, die Matches. Die nehme ich mit. Das Essen lasse ich mal noch hier, das kann ich ja später noch holen. Wichtiger ist jetzt erstmal Unterschlupf. Und der ideale Unterschlupf, das ist das Haus da drüben, zu dem ich jetzt hin möchte. So. Weiter geht die wilde Fahrt. Ich weiß gar nicht, gibt es hier noch einen Bären? Ganz früher gab es hier einen Bären. Ich werde ihn hören, wenn er mich entdeckt hat und auf mich zugaloppiert kommt. Dann weiß ich, Gevatter Bär ist da. Ja, eins nehme ich noch mit. Cola, die lasse ich erstmal liegen. Kann ich mir später immer noch holen. Oh, beim Haus gibt es auch ein Auto. Das ist schon mal sehr schick. Aber was ich auch brauche in dem Haus... Was ist denn das? Kohle? Erstmal irgendwas, wo ich mein Zeug lagern kann. Und hier, in diesem Gelände, gibt es das in der Regel. Da ist auch eine Wasserflasche, das ist super. Hier gab es doch diese Kisten. Diese super Kisten gab es hier. Dann nehme ich gleich mal eine mit. Man kann auch Gegenstände tragen, ja. Also mitnehmen ist nicht so schwer. Ich glaube, hier um die. Hier in der Ecke war einer. Ja, da ist einer. Die sind auch gefüllt mit schönem Scheiß, wie man ja sieht. So. Move. Dann nehme ich die einfach mit. Das ist jetzt meine Kiste. Die nehme ich mit nach Hause. In mein neues Heim. Mit der Armwunde habe ich aber noch ein Problem. Nicht nur, dass sie tief ist, dadurch wird auch das Fällen von Bäumen ziemlich schwer, weil da reißen Wunden in der Regel gerne wieder auf. Beinverletzungen, die reißen wieder auf, wenn man sprintet oder stürzt oder sonstiges. Also Unfug mit dem Bein macht. Und Armwunden halt, wenn man seine Arme benutzt. Ich glaube sogar bei Schleichangriffen. Ich weiß nicht mehr so ganz genau. So, das da wird mein neues Zuhause. Ein schönes, feines, kleines Häuschen, das ich jetzt für mich beanspruche. So. Zack. Schatz, ich bin zu Hause. Nee, ich wollte die bewegen. So, wo ist meine Kiste? Kiste, nicht die Treppe hoch. Gehe ich gleich ins Schlafzimmer. Nein, nein, nein. So. Zack. Den ganzen Krimskrams, der da drin ist, den lasse ich da erstmal drin. So, die Axt und sowas, das behalte ich erstmal. Nee, halt. Die hier könnte ich gebrauchen.
Weil hier oben sind ja Schlafzimmer. Drei an der Zahl. Und eins von denen, das wird meins. Muss ich mal gucken, wie das ging hier. War das hier? Nee, das war nicht hier. Wo war denn das? Ach, hier war das. Bill. So ein klassisches Bett. Oder so ein super size geilo Bett. Ich glaube, ich nehme so ein super size geilo Bett. Aber welches? Modern? Classic? Nämlich, ich nehme Classic. So. Ich habe noch keinen Hammer dafür. Das ist blöd. Liegt hier zufälligerweise ein Hammer rum? Nee, aber anderer Scheiß. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ich guck mal in der Garage. Hier ist auch eine Küche. Aber ich glaube, da ist nicht so viel Wertvolles. Obwohl. Nägel. Wunderbar, noch mehr Nägel. Ich bräuchte aber erstmal einen Hammer. Und einmal Alkohol ist auch hier. Wenn ich ein zweites Mal hätte, könnte ich mir wenigstens schon... Da ist ein Hammer. Da ist ein Hammer. Ist ja Hammer, Hammer hart. Weißt du, das war's schon. Ach so, ich sollte ja... Ich sollte vielleicht auch die Nägel mitnehmen. Das wäre super schlau. So, ich weiß gar nicht, warum die in zwei verschiedenen sind. Und ein bisschen was aus der Kiste muss ich jetzt auch schon mal anreißen. Zack. Kostet alles Zeit. So. 12-mal Holz und 7-mal von dem Stoff. So. Kommt erstmal hier rein alles. Kommt erstmal hier rein. Warte mal. Ich fange schon mal an, ein bisschen was hier reinzulegen, was ich jetzt gerade nicht brauche. Biofuel. Ja, Cola. Kommst du den anderen Cola-Dinger da? Was waren hier noch? Fressen. Was von dem? Matches und Zucker. Zucker brauche ich für Alkohol. Noch mehr Matches. Ein Schokoriegel. So, kommt erstmal hier meine Fresskammer. Zack. Ja, Alkohol tue ich einmal mit hier rein. Nee. Hier war da noch was. Ja, gut. Jetzt habe ich Munition. Durch diese Fenster können übrigens die Viecher in mein Haus eindringen. Das machen die gerne nachts, wenn ich schlafe. Weil die ein bisschen pervers sind. Nein, macht Spaß. Nachts sind die auch hier. Die kommen nicht nur mit Nebel, die kommen auch nachts. So. Hier kommt mein Schneiderzeug rein. Und hier tue ich jetzt erstmal diese ganze Munition rein, weil die brauche ich jetzt nicht. So. Zucker. Matches. Zack. Zack. So. Jetzt heißt es erstmal wieder umschauen. Hier irgendwo was Sinnvolles rumliegt. In der Garage schon mal nicht. Oh, ist es auch noch so ein Pickup. Ah, mit Ladefläche, das ist schick. Die kann ich nämlich vollstellen, wenn ich das möchte. So. Ja, ich habe immer noch die Verwundung. Stöcke sind auch wichtig an sich. Steine eigentlich auch und sowas. Aber ich gucke jetzt erstmal auf dem Armeegelände. Weil da gibt es ja noch mehr dollen Kram. Hey, ich möchte eigentlich dieses Brett haben. Wieso kriege ich das Brett nicht? Hier ist Benzin drin, das ist schick. Nehme ich auch mal mit. Noch Benzin drin. Zündkerzen und so wären wir lieber. Ja, den ganzen Krimskrams nehme ich jetzt auch mal mit. Bleib jetzt erstmal in dieser Gegend übrigens. Ich möchte noch nicht wieder an den Banditen vorbei. Ich muss mir jetzt erstmal eine ordentliche Basis aufbauen. So.
So, den Stock habe ich mal mitgenommen. Mal sehen, was es hier noch so gibt. Wie komme ich da hoch? Genau. Oder auch nicht. So. Hallo, Waffe. Sehr schön. Meine erste Waffe. Wie halt? Und... ja, jetzt habe ich eine Waffe. Die möchte ich aber noch nicht nutzen, weil Waffen sind laut. Und was laut ist, das lockt Typis an. So. Diese Reifen kann ich nicht benutzen, das ist blöd. Was habe ich denn immer ein Problem mit diesen ganzen Freeze-Momenten? Nee, das ist schlimm. Das ist schlimm. Komm ich hier hoch? Komm ich hier hoch? Ja. So, was haben wir hier oben? Messer. Messer ist auch sehr wichtig. Die Kiste. Die lasse ich mal da unten fallen. Nach da unten fallen, würde ich sagen. Weil die nehme ich auch mit nach Hause. Nehme so alles mit, was hier rumsteht, wo ich was rein tun kann. Weil das wird später noch wichtig. Das ist die Kohle immer. Das Brett hier. Genau. Was ist denn hier? Noch mehr Kohle. Ist jetzt nicht schlecht, aber Kohle ist nicht das Wichtigste. Oh, was haben wir da? Was zu essen? Wie viel Platz habe ich denn noch? Kein Platz mehr. Auch schick. So, aber da ist ein Rucksack. Mal wieder ein bisschen Platz geschaffen. Munition lasse ich erstmal liegen. Brauche jetzt erstmal Kisten und sowas. Oder Zubehör fürs Auto. So. Und da sind wir schon dabei. Sehr schön. Gut. Jetzt könnte ich noch rein theoretisch irgendwo eine Kiste aufgabeln, wenn hier noch eine rumstehen würde. Guck mal. Da. Da ist doch einer. Oh, die ist sogar gut gefüllt. Ach, Bild. So. So. Hier schön dran vorbei. Hier schön dran vorbei. Zwischenzeit, guck ich mal hier. Gut, gut. Rein damit ins Haus. Zweite Kiste. Ja, wenn ich sie denn mal durch die Tür durchbekommen würde. Das war schlau. Schön Tür verkeilt. Also das kann man auch machen, aber oh, warte mal. So, jetzt. Move your feet. Komm schon. Kistchen. Nee, halt. Ach, ich und diese blöde Genauigkeit. Kennt ihr das? So. Hatte ich nicht schon Schmerzmittel irgendwo gefunden? Ach nee, die hatte ich wieder abgelegt, ne? So. Hier erstmal der ganze Krimskrams rein, die Kohle und sowas. Bretter brauche ich für oben. Für Stöcke und sowas. Hier. So. Kann ich erstmal wieder was bauen. Zack. Hier Munition rein. So. Könnt ihr jetzt schon mal einen Motor hier einbauen. Auto ist nämlich auch super wichtig. Weil in einem Auto, wenn du dich schön ruhig verhältst, sehen dich die Viecher nicht. Wenn du durch die Kante fährst, sehen sie dich. Aber wenn du das Auto irgendwo abstellst,
einfach drinnen ruhig rumhockst, passiert ja in der Regel nichts. In der Regel, wie gesagt, es könnte sich geändert haben, ich weiß es nicht. So, ich schnappe jetzt noch die andere Kiste da oben. Bring die auch mit nach Hause. Move. Wird das natürlich irgendwann ja alles schön organisieren. Die Kiste kommt das rein, in die Kiste kommt das rein. Aber für den Anfang, Hauptsache Kisten im Haus. Erstmal irgendwas, wo ich was reinstellen kann. Später werde ich auch... Hey. Du sollst die nicht durch die Gegend kicken. Du sollst die bewegen. Junge, bist du denn für einer? Gehst du immer so mit deinem Zeug um? So, was war hier noch drinnen? Nix. So, da fällt mir ein. Wisst ihr, habe ich schon guten Vorrat an Cola. Hier tue ich jetzt erstmal hier meine Schmerzmittel rein. So, jetzt kann ich nämlich auch Benzin aus den Autos abzapfen. Das ist sehr schick. Aber da fällt mir ein. Ich weiß nicht, ob ich das immer schaffe. Manchmal werde ich es wahrscheinlich einfach vergessen. Aber heute werde ich es nicht vergessen. Denn für die erste Folge war es das erstmal soweit. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Wünsche noch einen wunderschönen Tag und verabschiede mich. Ciao!